Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Diesmal nicht nachsynchronisiert, so hoffen wir, dass die Tonspur mal wieder nicht abkackt. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Rockstar hatte den. Ach, apropos, ich bin Soul. Ich bin Rockstar. Ja, so, wo ich gerade von dir rede, ne? Nicht, dass die Leute hier meinen, du bist nicht da. Wir waren hier stehen geblieben, haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Floran. Folan! Bei Fuß! Folan, bei Fuß, kommt, komm. Auf jeden Fall hatten wir gerettet vor den Trollen. Genau, die wollten. Trollböse. Ja, ja. Rätsel dumm. Ja, ja, die Rätsel waren dumm, sagt er. Wo will ich hin? Ich weiß nicht. Das GPS macht. Ach, scheiß aufs GPS, ich gehe da jetzt hier so lang. Erkunde mit Hilfe deiner Hexersinne die Ruine von Urska und suche nach dem Anzeichen von Halmers Anwesenheit. Also muss Halmer suchen weiter. Also bitte nicht jetzt da runterspringen, Sirenen sind ja immer noch hier aktiv. Ja. Und Folan, ist folgt dir nicht. Ist auch scheißegal, dann soll er. Aber den musst du hier beschützen. Ja, das macht ja nichts, der soll ja da. Der spawnt schon nach und wenn nicht, dann verläuft er sich halt in der Wildnis. Ja, da ist er doch schon. Siehst du, ich hab's doch gesagt, der ist wie Plötze, der ist jetzt aus Wasser da aus dem Berg entstanden, ist ja auch egal. Dann gehen wir mal einfach den Questmarkierungen nach. Ohne Plötze. Wir haben ja gemerkt, Plötze hier keinen Sinn. Also Unebenheit. Halt dir das Gelände. So ein Gelände finde ich doch schon immer geil. So einen kleinen Fluss dabei und so. Na klar. Kann man immer Trinkwasser schöpfen. Ja, wenn das jetzt hier. Guck mal, hier würde ich eine Base bauen, ich sag's dir. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das hier Rust wäre, würde ich jetzt hier eine Base bauen und hier eine Brücke drüber. Einfach weil ich Spaß dran hätte. Das wäre auch mal geil rauszufinden. Einfach mal Rust, einen Server mieten und gucken, mal gucken, was ich zustande kriege, bevor der Server nicht mehr will. Na klar. Und mal gucken, ob, also der, eine, wo ich das Mehrfamilienhaus drauf gebaut habe und im Prinzip ein halbes Dorf, ob der nicht Scheiße erzählt hat. Also muss hier rüber? Ja, ich will erst gucken, welches jetzt näher ist, weil wir haben zwei markierte Punkte. Der ist näher, okay. Ja, der ist da, glaube ich, nur so Nebenerfahrung. So Nebenscheiß wieder herausfinden. Warte. Überquere den See. Ja, also das ist optional, das brauchst du wahrscheinlich nicht machen hier mit Erkunde mit Hilfe. Ja, aber das meinst du, ist optional? Ja, ja. Und überquere den See. Ja, denke ich mal. Weil hier ist Urska. Ich sehe gerade, dass schon wieder irgendwas mit der Auflösung nicht stimmt. Wieso? Ja, klar, das Flimmern, das ist noch. Nein, nicht wegen dem Flimmern. Grafik allgemein. Warte, doch nicht. Nein, das ist schon. Nee, ich dachte so. Jetzt hier wegen. Guck mal jetzt an den Rand, wegen der Schriftzeichen. Siehst du, dass die, das wirkt so abgeschnitten. Naja. Man erkennt auch, dass es die ist, aber. Ja, es war schon immer aber bei uns so. Keine Ahnung. Naja. Dann schauen wir uns mal um hier, ne? Erstmal natürlich in the Hood. Kommst du mit in the Hood voll an? Vielleicht finden wir Alkohol. Dann besaufen wir uns hier erstmal. Ah, ich glaube, wir finden heute den Eisenriesen. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird schon was Längeres. Ich denke, wir werden jetzt. Ja, der Eisenriese ist der Bosskampf wahrscheinlich. Ja, ja, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, so wie der Him. Ja. Zwergenschnaps, ich sag's dir, ne? Wir haben so viel Zwergenschnaps. Ich sag euch, kann euch noch vieles erwarten jetzt im Januar. Sehr vieles sogar, wenn jetzt auch mein PC jetzt bald fertig ist. Ja, vor allem, wenn wir das Stream anfangen. Ja, Stream, also im Januar wird euch vieles erwarten. Wir können nur sagen, Stichwort Streaming, da hinten ist viel Rotes. Und Stichwort Rockstars eigene Projekte und Souls eigene Projekte. Ja, nee, aber das da hinten, das gehört zu was anderem. Das war doch hier, das Boot. Nee. Doch, da hinten. Das Boot, ja. Ja, da hinten war auch das Boot und das ist das auch. Von der, das, ich meine, diese Sachen hier. Ach so, ja, okay. Auf jeden Fall, im Januar wird euch vieles erwarten, denkst wahrscheinlich. Rockstars eigene Projekte. Um ehrlich zu sein, wird er von niemandem auf Arts Kellig wirklich gemocht. Souls eigene Projekte. Souls eigene Projekte gibt's ja schon. Ja, klar. Im Moment Oblivion. Im Moment noch Oblivion, aber danach wird wahrscheinlich Ni No Kuni bei Soul kommen. Ja, Spuren. Höchstwahrscheinlich. Also für die Leute, die sich auf sowas interessieren, bei Soul seid ihr auf der richtigen Leiter. Nicht zu vergessen, dass wir eventuell dann auch noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Erstmal im Praktikanten-Style. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Aha, aha. Also er wird euch noch vieles erwarten im Jahr 2016. Da das ja schon fast rum ist und wir 11 Monate jetzt zugange sind, finden wir schon heftig, wie
wie ihr schon interessiert seid an ein paar Ideen, gefallen, die wir eingebracht haben, wie an den Fairplays, Montagen, wow. Beziehungsweise auch hier am Witcher Let's Play. Riesen. Guck ja, mal, klar. Hier Riesenfußstapfen und so. Ich sag doch, wir werden wahrscheinlich den Riesen verfolgen und so noch alles. Ja, aber ich glaube, wenn wir kommen, ist der weg. Hm. Ja, klar. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Wahrscheinlich werden wir jetzt Heimer finden und mal gucken, was der gute Bube jetzt hier angestellt hat. Ob er Blut. Verwundet ist. Sehr viel Blut. Also er ist verwundet, wahrscheinlich ist geflüchtet vom Riesen. Ich weiß schon, was wir gleich machen beim Rendern. Wir gucken Hotel Transylvanien 2, weil das Blut, sehr viel Blut ist, macht mich gerade geil drauf. Und ja. Da fuck, Alter. Wie gesagt, das Spiel ist schon geil. Ja, mit der Grafik wieder. Ist aber auch natürlich, wenn man es da mal komplett spielt, ist es extrem langwierig. Deswegen wird das auch eher was für den Stream. Das ist auch so unser Hintergrundgedanke, warum wir natürlich auch damit anfangen wollen, weil es gibt so viele geile Spiele, die sich als Let's Play einfach nicht eignen. Siehe Witcher 3 oder Fallout 4 jetzt. Ja, Witcher 3 kannst du sagen, nur solange wie du nicht alles machst. Ja klar, ja, aber genauso wie bei Fallout. Aber wir wollen ja auch schon euch ein bisschen mehr zeigen, nicht so ein Standard-Let's Play. Ja. Bis jetzt haben wir jetzt nur die Möglichkeiten, ein Standard-Let's Play noch zu machen, aber wir werden euch jetzt auch noch viel. Roland drängelt. Ja, Roland, du... hohen Bock. Sprich mal Machtwort. Was ist denn das hier los? Die Kinder zanken sich. Also, Polan, das darf doch nicht wahr sein hier. Geralt hat dir doch tausendmal gesagt, Geralt geht vor. Ich sehe schon, kommen wieder Ertrunkene oder Necker. Möglich. Vielleicht auch ein bisschen was mehr. Die bewegen sich zu schnell für Sirenen. Also Medusan oder wie auch immer. Aha. Nee, Irian oder wie auch immer die heißen. Ey, das sind so komische... Wörter hier. Alter, Folan! Hör auf! Drecksau! Folan zückt den Bogen! Ja, Folan zückt den Bogen. So heißt die Folge. Folan zückt den Bogen! Nein! Geralt, ab ins Wasser! Das war... Ich dachte, wir sind tot. Folans Schuld, Alter. So, du weißt, Igni ja, ist ganz gut in die schon ausgerüstet, deswegen. Jetzt nochmal. Jetzt gib ihn! Was hat die denn da hinten noch gehopst? Sie wollte noch ein letztes Mal baden. Ja, wir looten natürlich auch mal wieder hier. Ein bisschen umgucken. Ah, guck mal hier. Da habe ich. Rot. Da war doch was rot. Na klar. Aber irgendwie ist es auf einmal weg. Nein, geh mal zu den Treppen hin. Das ist ein Altar, glaube ich. Ne, kein Altar, aber geh mal zu den Treppen hin hinter dem Pilz. Weil vielleicht war es nur ein Bug wieder. Wie immer. Bug-Using. Geralt macht Bug-Using, die alte Drecksau. Waren wir vor den Pilzen auch gut. Ja, nun, viel Möglichkeiten zu laufen haben wir hier ja nicht. Ah, da hinten geht's weiter wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich will trotzdem hier... Hier hoch und so. Ja, erstmal hier. Reine Silberhundeteig läuft doch. Ja, das brauchen wir immer. Ja. Ah, nee. Boah, wetten, wir müssen tauchen. Kann gut möglich sein. Weil er ist tief genug auf jeden Fall. Oder darüber. Das kann auch sein. Ja, ich denke mal hier rüber. Ja, aber das Tauchen lasse ich mir noch offen. Das sieht schon aus wie Erz. Da kriege ich direkt Anwandlung von wegen, ich muss Erz sammeln. Ach ja, und halt beim Stream wird euch auch noch so Ähnliches erwarten. Also Ark wird auf jeden Fall kommen, für die Leute, die es kennen. Und Imperium eventuell. Eventuell wollen wir ja auch noch mit Imperium anfangen. Ja, klar. Und halt wie, dann kommen auch Einzelstreams unter die Woche, bei Soul weiß ich noch nicht was, dann aber... Dann seht ihr uns mal wirklich privat zocken, nicht für Aufnahmen und so. Also ich werde auf jeden Fall auch wahrscheinlich den Fallout 4 in Angriff nehmen zum Stream. Dann werden wir mal gucken, wie wir es auch hinhalten, weil wir noch nicht so viel Erfahrung mit den Sachen hatten. Aber es wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen, was uns natürlich freut und was euch vielleicht freuen könnte. Und ja, wir sind ja komische Wesen für die meisten Leute. Ja. Wir reden ja mit uns selbst immer und alles. Ja, YouTuber sind ganz lustige Gesellen. Ja. Manche reden hier mit der Kamera, manche mit dem Bildschirm, manche auch Ragequit. Ja, Ragequit. Ich finde den Typen so geil. Großer Muran, Runstein. Nice. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Ja, aber da geht's nicht weiter. Levelbegrenzung. Siehst du schon an der Karte. Wände? Ja, nee, das heißt ja nichts. Ab und zu siehst du so unterirdische Dinger ja erst, wenn du auf der Ebene bist. Mhm. Ja, ich denk mal nicht.
Sie, was findest? Boah, Alter, was ist das? Ich glaube, wir müssen mehr oben drauf. Was eine Sicht, ey. Du siehst gar nichts. Du siehst einen Scheiß. Einen Scheiß! Ich weiß, ich weiß! Und da ist Volland dann wieder am Kämpfen. Ja, der hat's drauf. Guck mal, wurde noch nicht verwundet. Danke. Darf ich jetzt endlich. Ja, Alter, was kannst du überhaupt? Geh doch mal aus dem Weg, wenn die Großen kämpfen hier. Wo bist du, Mistvieh? Halten. Perfekt. X. Ja, Volland muss ja natürlich sofort wieder drauf, der Hurenbock. Meine Erfahrung. Da benutzt man nochmal Katze. Das kannst du auch benutzen. Fuck. Ja, zweimal Katze hintereinander. Obwohl es nicht bringt. Warum nicht? Why not? Irgendwie sieht's ich glaube, hier geht's weiter. Könnte. Ja, hier geht's weiter auf jeden Fall. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Ich finde es toll, wenn Geralt solche Sachen erzählt. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten! Ich will, wir sehen uns. Wir kennen jemanden, der sich da an dieser Stelle sehr geehrt gefühlt hat, als er das Spiel gespielt hat. Oh, Blut. Blut, Blut, Blut. Mein Gott, ich habe Dexter-Assistionen wieder. Ja, auch. Egal. Blut, Blut, Blut. Wir werden noch irgendwann den Loot-Song schreiben, Alter. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Nicht mehr viele. Er untersucht die Leiche. Fall aber nicht bitte runter. Ja, Geralt hat da so arge Probleme. Viele Männer verloren. Ach, Jammer. Jammer. Tja, hat er ja davon. Wir haben wieder Blut, wir haben wieder Action. Action, wie immer. Ha? Noch mehr Blut. Ich mach mal Licht. Einfach, damit Licht da ist. Ja. Achso, ich wollte gerade sagen, wie wächst ein Baum in der Höhle? I am Groot. I am Groot. Da liegt der nächste Blut. Der Tunnel ist eingestürzt. Und Fola muss sofort Aufmerksamkeit auf sich ziehen wieder. Sauber. Kommt her, meine Brüder. Meine Harpienbrüder. Harpien? Schwestern. Nicht Brüder. Aber vielleicht. Boah, hast du das gesehen? Was ein Schuss, Junge. Was ein Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Du bist der geborene Sniper. Pisser. Der soll's nicht wild mit dem Schwert rumfuchteln. Ich kann nichts dafür, dass Geralt nicht in die Luft schmacken. Was soll das jetzt schon wieder los? Achso. Ja, das hat er. Halten. Ist besser. Nix da, du stehst nicht mehr auf. Warte mal, gegen die war doch Art besser. Harpien? Ja. Aber so kannst du die aber besser runterholen. Nein. Ja, so geht's auch. Aber da kannst du das X nicht ausführen. So. Ja, Grafikstörung. Kennst du dich auf der Insel aus? Och, geh mir auf den Sack. Sein. Ja, ja. Weg. Lass uns gehen. Wollen es ja nicht übertreiben hier. So, wo ist Loot? Ja, hast du schon. Sehr gut. Fall bitte jetzt da nicht runter. Das habe ich nicht vor. Ja, aber wir kennen ja deine Lückenstanz. Ja, wieso meine Hand? Das macht Geralt von ganz alleine. Da, ich will dazu jetzt nichts hören, wie knapp das war. Ich sag schon nichts mehr. Ja. Ja, hier muss auf. Ja, okay, müssen tut er nichts, aber du kannst da runter. Links. Ich will doch nicht runter. Ich will da nicht links runter. Ich will erstmal hier hin, weil. Da, rot. Blut. Und Blutwahnsinn. Dracula.
Ach, okay. Guck mal, hier geht's hoch. Da ist eine Truhe drunter. Die Assassinenstiefel. Und ich konnte mich gerade nicht bewegen. Warum auch immer. Ja, wegen der Katze. Weil die ja wieder draußen ist. Meditier mal kurz. Ja, muss ich jetzt ja sowieso. Der muss ich jetzt auch denken. Der hat die Ruhe weg. Der setzt sich einfach nur eine Stunde hin und macht erstmal einen auf Chill, weißt du? Ja, klar. So. Geralt ist der geborene Mönch. Ich sag's dir. Es muss ja nur. Schade, dass bei ihm keine Glatze schneiden kann, ne? Ja, das wäre cool. Ey, ich hätte. Privat würde ich denn den Walter White machen unter den Hexern. Apropos, ich glaube, irgendjemand hat jetzt solche Charaktermodelle erstellt in irgendeinem Spiel, ich weiß nur nicht mehr welches. Die hat GTA. Den halben Köcher abbekommen. Von Breaking Bad meinst du, ne? Hm? Ja, das war GTA 5. Gibt's jetzt Skins dafür, dass du Trevor oder Michael als Walter White machen kannst. Ja, ist doch geil. Ja. Vor allen Dingen das Crackschiff, also wie es liebevoll Jesse nannte immer. Das Crackschiff ist auch jetzt drinnen gepatcht worden. Zur Hölle ist das? Ein Verschlinger? Oh. Verschlinger. Ich glaub. Boah, diese Viecher sehen ja so eklig aus. Voll die Fischköppe. Bah! Da war was. Folan hat ihn. Bah! Bah! Folan, alles fit bei dir? Alles fit im Schnitt? Meine Fresse, ey. Was eine Explosion, ey. Links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen erst links, weil nach rechts scheint es weiter zu gehen. Und hier hinten lacht mich schon eine Kiste an. Ah, Gesellen. Reparaturwaffen oder Produzent. Henkersstiefel. Wir haben neue Stiefel. Aber die sind wahrscheinlich nicht so gut. Ah, sag bloß nicht, aber ist immer so. Ah, wir haben ein neues Schema gefunden. Stumpfe Ambrosbolzen. Und Gorgo-Absud. Gorgo-Absud? Haben wir nicht schon Gorgo in Gorgo-Dingens? Ja, aber uns fehlt noch eine Zutat. Nee, hey. Noch nicht. Sag ich doch. Ja, ist gut. Ich weiß, wie man Alchemie macht. Geh mir nicht auf die Eier. Gorgo-Absud. Zack. Da können wir also eigentlich noch recht viel machen. Ey, 105 Zwergenschnaps wieder. Leck mich fett. Den brauchen wir auch. So viel Zwergenschnaps, wie man hier findet, ne? Ich wäre schon dreimal totgesoffen, glaube ich, da. Okay, als Hexer nicht, aber... Das wäre schon lustig. Ja, jetzt halte ich nicht so oft so lange darin auf. Ja, okay, ich gehe mal durch. Okay, wir können nichts machen. Hätte ich auch vorher sagen können. Du hast ja auch gesagt, dass wir kein Gorgonenzeug machen können. Jetzt ich war mir da nicht sicher. Jetzt möchte ich nur gucken, was uns das bringt. Diese Stiefel sind besser. Die sind auch besser, aber nicht so gut wie die Assassinenstiefel. Ja. Nimm sie. Nimm sie. Oh, sogar die Hose ist besser. Ja, um zwei besser. Ja, aber wir kriegen keine Malusse in irgendwas anderes. Ja, klar, nimm's. So wie auch die Stiefel. Ja, damit ist die glorreiche Zeit der. What the fuck? Okay. Hä? Noch eine bessere Hose. Er sieht bald aus wie Arno. Ja. Wir müssten mal endlich hier... Unity, wieder. Ich weiß, genauso wie Eleanor. Nein, wir müssten endlich mal hier die ganzen Trophäen mal rauskriegen. Ist ja abartig. Ja, wir wollten ja schon längst mal in die grüne Truhe. Ja, wollten wir. Aber wie das so immer ist, wenn man mal hätte, ne? Fahrradkette, wie immer, ja, ne? So in etwa. Boah, guck mal, ist von präziser Schuss, aber dem bringt es nichts. Also die Dinger, die sind... Benutzt mal irgendwie, wollte ich gerade sagen. Der bleibt da liegen, er hat keinen Bock mehr. Ja, ich weiß, ich warte nur drauf, dass ich... anzünden kann. Da die ja explodieren, möchte ich gerne ein bisschen Abstand zu denen halten. Ja, Igni ist ja gut gegen die. Ja. Nee, kannst nicht blocken. Der eine ist schon tot. Ja. Bam! Genau deshalb. Zweigeteilt. Zweigeteilt. Ja, ist gut. Ich wollte hier. Neue Markierung, Eingang. Und da geht's weiter. Gehen wir erstmal hier gucken. Ja, von hier. Findest du noch mehr Truhen? Ja, siehst du, Weg hat sich direkt gelohnt. Ja, mein Gott, wie viele Gesellenwaffen oder Produktursets jetzt wir haben. Ja, vorher haben wir gemeckert, dass wir keine davon finden. Haben uns extra ein Dings gekauft, damit wir die selber herstellen können. Und jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Naja. Naja, sagt niemals nie, ne? Ja, so. So, meditieren wir hier? Ja. Eben eine Stunde Meditation.
Oh, die Schmiede des Clans? Ja. Für die meisterliche Rüstung, ich weiß. Ja, ja, das können wir uns dann dafür merken. Also noch mehr Buben. Ab. Ja, Chiama wahrscheinlich abgeschlossen, brauchst einen Schlüssel. Also hier loot mal hier irgendwelche Leichen in der Umgebung. Wenn wir welche finden. Wir werden welche finden. Oh. In der Höhle nicht, bleib im gelben Kreis. Ja, ja, ist klar. Ich glaube hier bei den Buben hier hinten. Weil das Haus ja schon auch echt abgestürzt, abgewrackt aussieht. Uah! Da ist noch eine Tür. Ah. Geilste Reaktion ever. Oh, ihr Götter. Das sind fast 20. Aber kein Chiama. Bevor du was auslöst, sagen wir hier sagen an dieser wir hier Stelle, genau, see you guys und schaltet wieder ein, wenn wir ergründen, was das für ein merkwürdiges Wesen war, das da gerade durch die Tür verschwunden ist. Tadalö.